Die Straße, in der ich damals aufwuchs, war als die Straße des Todes bekannt. Ganze 4 Morde wurden in dieser Straße insgesamt begangen. Das waren die einzigen Morde, die in dem gesamten Ort jemals verübt wurden. Die grausamsten 2 der 4 Morde waren die letzten beiden. Eine Mutter wurde mit ihrem 13-jährigen Sohn zusammen ermordet, von einem Unbekannten. Es war eine unfassbare Tragödie. Der Mörder der beiden konnte niemals gefunden werden. Man hatte nie auch nur einen einzigen Verdächtigen ausfindig machen können, auch kein potenzielles Tatmotiv des Täters konnte man sich herleiten. Die Mutter des Jungen hatte keine Feinde gehabt und der Junge auch nicht. Während die ersten beiden Morde irgendwann in Vergessenheit gerieten, waren die letzten beiden den Bewohnern der Straße stets präsent, obwohl diese mittlerweile 13 Jahre her waren. Das lag daran, dass die Mutter mit ihrem Sohn im Gegensatz zu den ersten beiden Opfern tatsächlich auch in der Straße des Todes gewohnt hatte. Das Haus der beiden stand seitdem leer. Es war noch nie besonders schön gewesen, doch mittlerweile war es nur noch hässlich und ranzig. Die Bewohner der Straße hätten sich sicherlich schon lange dafür eingesetzt, dass es abgerissen wurde, aber das ging leider nicht. Das Haus der Mutter wurde vererbt. Wer der Erbe war, wusste keiner von uns. Wir wussten nur, dass es irgendeinen gab. Dieser Erbe hatte das Haus, das nunmehr als das Haus des Todes bekannt war, nicht ein einziges Mal besucht. Trotzdem wusste man, dass er wollte, dass das Haus dort stehen blieb. Er wollte weder Geld dafür nehmen, dass es abgerissen wurde, noch wollte er es verkaufen. Es war schon ziemlich seltsam, aber dagegen tun konnte man nichts. Und so blieb uns der Schandfleck unserer Straße bis zum heutigen Tage erhalten. Mittlerweile kannte auch niemand mehr den Namen der Mutter und ihres Sohnes. Die meisten Leute waren seit dem Vorfall gestorben. Unsere Straße war sehr alt, die anderen konnten sich nicht mehr erinnern. Ich war selbst mit 6 Jahren mit meiner Mutter in die Straße gezogen. Nachdem mein Vater uns verlassen hatte, zog meine Mutter mit mir hierher. Der Mord an der Frau mit ihrem Sohn geschah kurz vor meiner Geburt. Deshalb hatte auch meine Mutter die beiden niemals kennengelernt. Die Leute unserer Nachbarschaft mieden das Haus des Todes. Sie hatten sogar ein großes Schild davor aufgestellt. Dort drauf stand: Haus des Todes, nicht betreten. Schon bemerkenswert, wie unfassbar abergläubisch meine Nachbarschaft war. Ich hielt von sowas ja gar nichts, meine Mutter auch nicht. Während ich aufwuchs, machte es mir aber noch nicht viel aus. Aber als ich schließlich älter, so 13, 14 war, merkte ich dann doch, dass meine Mutter ziemlich einsam war. Ich hatte ja noch meine Schulfreunde, meine Freizeitaktivitäten, ich unternahm sehr viel. Doch meine Mutter hatte fast niemanden. Sie hatte eine Freundin, die sie vom Yogakurs kannte, die sie ab und zu mal sah, aber sonst gab es da niemanden. Sie wollte auch keinen neuen Freund und das lag daran, glaubte ich, dass sie nie wirklich darüber hinwegkam, dass mein Vater uns verlassen hatte. Auch Familie hatten wir nicht mehr. Meine Großeltern waren früh verstorben und kurz vor meiner Geburt passierte eine große Familientragödie. Die Schwester meiner Mutter starb und ihr Sohn. Dieser war damals genauso alt, wie ich es heute bin. Warum die beiden gestorben waren, wollte meine Mutter nicht sagen. Sie wollte sogar partout nicht darüber sprechen. Mir fiel die Parallele zu der Tragödie in der Nachbarschaft natürlich sofort auf. Eine alleinerziehende Mutter starb zusammen mit ihrem Sohn kurz vor der Geburt. Natürlich dachte ich mir manchmal, was, wenn das meine Tante und mein Cousin waren? Was, wenn meine Mutter deswegen hierher gekommen war? Aber ich glaubte das nicht wirklich. Ich hatte auch stark daran zu knabbern, dass ich außer meiner Mutter niemanden mehr hatte. Ich hätte gerne meine Tante und meinen Cousin kennengelernt. Ich hatte aber Bilder von ihnen gesehen. Das war schon echt verrückt. Mein Cousin sah mir wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Doch das war nichts im Vergleich zu meiner Mutter und ihrer Schwester. Meine Mutter war jetzt mittlerweile 3 Jahre älter, als ihre Schwester damals gewesen war. Und die beiden waren quasi identisch. Selbst ich hätte sie nicht auseinanderhalten können, wenn ihre Frisuren nicht so unterschiedlich wären. Während meine Mutter immer glatte Haare hatte, hatte meine Tante ihre stark lockig getragen. Sie hatte sich diese aber immer machen lassen. Von Natur her waren ihre Haare auch glatt. Es musste schon extrem schlimm sein, seine Schwester zu verlieren. Ich wusste, dass meine Mutter ihrer Schwester sehr nahe stand. Ich musste sehr oft an meine Tante und meinen Cousin denken. Auch, weil ich durch die Nachbarschaftstragödie immer an sie erinnert wurde. Und an diese Tragödie wurde ich quasi jede Nacht erinnert. Ja, mein Fenster gegenüber von meinem Bett war genau gegenüber vom Haus des Todes. Ich konnte von meinem Bett aus direkt durch ein Zimmerfenster des Hauses sehen. Eines Nachts starrte ich wie so oft durch das Fenster des Haus des Todes. Dunkel. Alles war dunkel. Ich konnte nichts erkennen. Ich wendete mich auf die Seite, um zu schlafen. Doch nach ein paar Minuten hatte ich plötzlich einen Impuls, wieder durch das Fenster zu schauen.
Keine Ahnung, woher dieser kam. Ich gab dem Impuls nach und schaute erneut durch das Fenster. Ich erschrak. Es brannte Licht im Haus des Todes. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Das Zimmerfenster des Todeshauses war beleuchtet durch das Licht, das im Haus angeschaltet war. Das Licht war das Erste, was ich wahrnahm. Doch nur Bruchteile von Sekunden später fiel mir die Gestalt im Auge auf, die mich durch das Fenster hindurch direkt ansah. Zumindest sah es so aus. Die Gestalt schaute direkt in meine Richtung. Mein Herz begann zu rasen. Wie war das denn möglich? Ich stand auf und ging zum Fenster. Ich schaute angestrengt hindurch, bemüht, die Gestalt im Haus des Todes zu erkennen. Es gab keinen Zweifel, dass da gerade ein Mensch durch das Fenster hindurch schaute. Doch das war nicht nur irgendein Mensch. Als Erstes erkannte ich, dass es ein Junge war. Ein Junge in meinem Alter. Ich kannte sein Gesicht. Es sah fast so aus wie meines. Ja, der Junge sah genauso aus wie mein verstorbener Cousin. In solch einer Situation hätte wahrscheinlich jeder gedacht, dass ich nicht richtig hinsah. Aber ich war mir sicher. Zu 100%. Zu oft hatte ich das Bild meines Cousins gesehen. Ich erkannte ihn sofort. Aber wie zur Hölle war das möglich? Nein, das war doch unmöglich. Mein Cousin war schließlich tot. Und trotzdem starrte er mich gerade direkt an. Ich öffnete mein Fenster und lehnte mich hinaus. Daraufhin winkte ich der Gestalt, die so aussah wie mein Cousin, zu. Hallo? Rief ich durch die Finsternis. Ich machte durch Gesten der Gestalt verständlich, dass sie auch das Fenster öffnen sollte. Aber ich bekam keine Reaktion. Der Junge, der aussah wie mein Cousin, verharrte weiter in seiner Position, ohne sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Und er starrte mich einfach nur an. Jetzt wurde mir plötzlich Angst und Bange. Niemand war mehr auf den Straßen. Alle schliefen. Überall war das Licht aus, außer im Haus des Todes. Schnell machte ich mein Fenster wieder zu. Ich lief hoch zu meiner Mutter. Sie musste das sehen. Meine Mutter reagierte natürlich absolut verwirrt auf das, was ich ihr erklärte. Jedoch konnte ich es ihr ja direkt zeigen. Meine Mutter und ich liefen hinunter in mein Zimmer. Wir sahen durchs Fenster und die Gestalt war verschwunden. So auch das Licht. Es war wieder komplett dunkel im Haus des Todes. Meine Mutter sah mich vorwurfsvoll an. »Das ist nicht witzig, Linus«, sagte sie zu mir. »Wenn du mir einen Streich spielen möchtest, okay, aber dann bitte nicht mitten in der Nacht. Und vor allem, spiel mir keinen, bei dem es um unsere verstorbene Familie geht.« Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Und das, obwohl ich meiner Mutter ja gar keinen Streich gespielt hatte. Ich redete also auf meine Mutter ein. Ich gab ihr zu verstehen, dass das hier auf keinen Fall als Scherz gemeint war. »Dann hast du das alles nur geträumt«, meinte meine Mutter. »Du schläfst in letzter Zeit sehr schlecht, oder? Ich höre das immer, wie du mehrmals in der Nacht aufstehst.« Meine Mutter hatte recht. Ich schlief wirklich sehr schlecht, aber das hatte sich gerade so real angefühlt. Ich hatte doch nicht einfach nur geträumt. Meine Mutter war jedoch felsenfest davon überzeugt und verübeln konnte ich es ihr auch nicht. Wäre ich in ihrer Position gewesen, hätte ich das auch gedacht. Es hatte also keinen Sinn mehr, die Konversation weiterzuführen. Meine Mutter ging wieder ins Bett. Aber ich konnte keine Sekunde schlafen. Die ganze Nacht blieb ich wach und behielt das Fenster des Todes, so wie ich es gerne nannte, im Blick. Ich wartete darauf, bis wieder Licht brennen würde, aber das passierte nicht. Schließlich fing ich selber damit an zu zweifeln. Wenn man sich die Sache anhörte, war es ja eigentlich unmöglich. Das Haus stand leer. Mein Cousin war tot. Und selbst wenn er es nicht wäre, er wäre ja mittlerweile doppelt so alt wie ich. Er würde ja gar nicht mehr aussehen wie auf den Bildern. Ich hatte mir das alles eingebildet, beziehungsweise ich hatte es geträumt. Das war die einzige Erklärung. Am nächsten Tag versuchte ich, den Vorfall von gestern Nacht so gut es ging zu vergessen. Mit meiner Mutter redete ich auch nicht mehr darüber. Sie vermied das Thema über ihre verstorbene Familie ja, wo sie nur konnte. Da war es egal, was es für einen Anlass geben könnte, über sie zu reden. Natürlich gelang es mir aber nicht, das gestern Erlebte vollständig zu verdrängen. Und als schließlich abends, als ich gerade aß, meine Mutter herunterkam, war ich regelrecht schockiert. »Mama, was hast du mit deinen Haaren gemacht?«, fragte ich. »Ich dachte, ich mach mal eine Style-Veränderung«, antwortete sie mir.
als wäre diesmal ebenso das Normalste der Welt. Meine Mutter hatte sich Locken machen lassen, genau wie meine Tante früher. Jetzt sah sie wirklich so aus wie meine Tante. Oder besser gesagt, sie ähnelte den Fotos meiner Tante nun mehr als ihren eigenen. Warum hatte sie das getan? War das etwa eine Reaktion auf das, was gestern passiert war? Hatte ich damit irgendetwas in ihr ausgelöst? »Mama, hat das irgendwas mit gestern zu tun?«, fragte ich sie. Meine Mutter schaute mich fragend an. »Was soll das denn mit gestern zu tun haben?«, entgegnete sie und machte sich etwas zu essen. Ich hasste das an meiner Mutter, wenn sie so tat, als ob nichts wäre oder als ob sie nicht wüsste, was ich meinte, obwohl sie es ganz genau wusste. Aber ich ließ das Thema jetzt einfach sein. Wenn sie nicht darüber reden wollte, dann war das ihr Problem. Ich stand auf und ging hoch auf mein Zimmer. Irgendwie war ich jetzt richtig wütend. Ich konnte ja verstehen, dass meine Mutter möglichst nicht über ihre Schwester reden wollte, aber das war auch meine Familie. Ich wollte wissen, was damals geschehen war, und ich hasste es, dass meine Mutter sich emotional so verbarrikadierte. Ich wusste, wie sehr sie noch unter allem, was passiert war, litt, unter dem Tod ihrer Familie und darunter, dass mein Vater uns verlassen hatte. Aber sie konnte doch mal mit mir darüber reden. Stattdessen ließ sie mich ständig fühlen, wie schlecht es ihr ging. Das machte mich langsam wirklich fertig. Als ich schließlich schlafen ging, grübelte ich weiter über alles nach. Ich war so sehr in Gedanken vertieft, dass ich eine Zeit lang gar nicht mehr daran dachte, was gestern passiert war. Und als ich dann schließlich aufsah und durch mein Fenster blickte, da sah ich ihn wieder. Ich sah wieder den Jungen, der aussah wie mein Cousin. Das Licht brannte wieder im Haus des Todes und genau wie gestern Abend starrte mein Cousin mich an. Jetzt schrie ich auf. Das war kein Traum. Das war ganz sicher kein Traum. Gestern war alles real gewesen, genauso wie jetzt. Ich machte das Licht an und öffnete meine Zimmertür. Dabei ließ ich den Jungen, der so aussah wie mein Cousin, keine Sekunde lang aus den Augen. Schrie ich aus tiefster Brust. Mama! Diesmal würde ich nicht den Fehler machen und hochrennen. Ich behielt den Jungen im Haus des Todes im Blick. Dabei brüllte ich so lange nach meiner Mutter, bis ich schließlich von oben die Tür aufgehen hörte. Was ist denn jetzt schon wieder? Rief meine Mutter und sie klang wirklich sauer. Er ist wieder da! Schrie ich. Komm runter! Ich habe das Ganze nicht geträumt! Komm bitte schnell runter! Jetzt, der ist am Fenster! Ich hörte meine Mutter runterkommen. Ich betete, dass der Junge jetzt nicht verschwand. Bitte bleib da, sagte ich mir selbst die ganze Zeit. Wenn er jetzt verschwand, würde meine Mutter denken, dass ich total verrückt geworden war. Wenn sie den Jungen jetzt aber sah, dann hatte sie den Beweis. Meine Mutter betrat mein Zimmer jetzt. Da, rief ich. Ich zeigte mit meinem Finger durchs Fenster. Eine Sekunde, die sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlte. Es herrschte völlige Stille und dann wurde diese gebrochen durch das ohrenbetäubende Schreien meiner Mutter. Sie schrie sich die Seele aus dem Leib. Der Junge starrte uns beide weiter an. Paul? Rief sie. Ist das Paul? Meine Mutter lief jetzt zum Fenster. Sie war völlig außer sich. Sie tat nun genau das gleiche wie ich gestern. Nachdem meine Mutter das Fenster geöffnet hatte, lehnte sie sich heraus. Sie winkte dem Jungen zu, doch dieser reagierte nicht. Er starrte meine Mutter einfach nur weiter an. Es dauerte etwas länger, bis meine Mutter realisierte, dass der Junge nicht auf ihre Rufe und ihre Gesten reagieren würde. Als sie es dann aber schließlich realisierte, schloss sie das Fenster. Direkt danach ging das Licht im gegenüberliegenden Fenster aus. Der Junge verschwand wieder vom Fenster und wir sahen ihn nicht mehr. Meine Mutter starrte mich an, ihre Stirn war voller Schweiß. Sie hatte einen Gesichtsausdruck, der nun fast schon verrückt aussah. Ich konnte sehen, dass sie gerade versuchte, irgendwie zu verarbeiten, was sie da gerade gesehen hatte, es aber nicht konnte. Ich ging zu meiner Mutter und versuchte, sie zu beruhigen. Dann sah ich ihr tief in die Augen. Ich kannte meinen Cousin ja nur von Fotos, aber sie hatte ihn ja in Wirklichkeit gesehen. »Ist er das?« fragte ich. Meine Mutter nickte. »Kein Zweifel«, antwortete sie. »Das war er.« Mir lief es eiskalt den Rücken runter. »Aber wie ist das möglich? Er ist doch tot, oder?« »Ja«, erwiderte meine Mutter. »Mama, was ist damals passiert?« fragte ich jetzt. »Wie sind die beiden gestorben? Kann es doch sein, dass Paul oder sogar beide noch am Leben sind?« Meine Mutter schüttelte sofort den Kopf. »Nein«, antwortete sie. »Sie sind tot. Beide. Ich habe ihre Leichen gesehen.«
dann ist das vielleicht einfach nur jemand, der so aussieht wie er, versuchte ich eine Erklärung zu finden. Meine Schwester und Paul haben in diesem Haus gewohnt, sagte meine Mutter nun. Sie sind die beiden Opfer, von denen die Nachbarschaft erzählt hat. Und ich bin die Erbin dieses Hauses. Das Haus des Todes gehört mir. Ich bin mit dir hierher gezogen, weil ich diesen Ort so sehr geliebt habe. Er hat mich an meine Schwester erinnert. Ich wollte wieder zurück zu ihr. Meine Mutter hatte nun die Bombe platzen lassen. Und jetzt wurde es extrem gruselig. Das konnte doch jetzt kein Zufall sein. Was ging hier vor sich? Mama, wir müssen die Polizei rufen. Meine Mutter sah mich mit angsterfülltem Blick an. Nein, erwiderte sie. Aber was sollen wir denn sonst tun? Rief ich. Da ist ein Junge in einem Haus, das schon seit Jahren leer stehen sollte. Er sieht so aus wie der Neffe. Wir müssen doch... Meine Mutter fing auf einmal an, ganz doll zu weinen. Sie brach richtig zusammen. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber erst nach ein paar Minuten kriegte sie sich wieder einigermaßen ein. Ich sah meiner Mutter tief in die Augen. »Mama, es wird Zeit, dass du mir langsam mal erzählst, was passiert ist«, sagte ich. »Und zwar alles«, meine Mutter nickte. »Ja«, sagte sie, »lass uns runtergehen.« Meine Mutter und ich gingen runter in die Küche, dort setzten wir uns an den Tisch. »Bitte versprich mir, dass du nicht die Polizei rufst«, fing meine Mutter an. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Was auch immer jetzt kommen würde, es würde nichts Gutes sein. Ich nickte, jedoch wusste ich nicht, ob ich dieses Versprechen halten können würde. »Deine Tante war eine Killerin«, sagte meine Mutter. Diesen Satz brachte sie gerade so über die Lippen, danach atmete sie schwer. Für meine Mutter war die Situation gerade kaum auszuhalten. »Sie war eine Killerin?«, fragte ich. »Ja«, antwortete meine Mutter, »sie hat etliche Menschen getötet.« Ein Schock jagte den nächsten. Was sollte denn noch alles kommen? »Ich habe es erst später herausgefunden«, redete meine Mutter weiter. »Viel zu spät. Als ich es herausfand, da war es schon zu spät für meine Eltern.« Langsam sackte ich in meinen Stuhl ein. Das sollte also noch kommen. »Sie hat...« Meine Mutter nickte und kämpfte mit den Tränen. »Sie hat meine Eltern getötet.« »Oh mein Gott«, rief ich und vergrub meine Hände in meinem Gesicht. Ich konnte nicht fassen, was hier gerade passierte. Aber ich blieb vor nichts verschont. Es kam noch heftiger. »Deine Tante war aber nicht die Einzige, die mordete«, sagte meine Mutter. »Auch Paul, dein Cousin, er hat...« Sofort sah ich wieder zu meiner Mutter. Das konnte doch jetzt nicht ihr Ernst sein. »Er war 13«, rief ich. »Genauso alt wie ich.« »Ich weiß doch«, heulte meine Mutter. »Meine Schwester hat ihn zu einem Killer erzogen. Er hat dabei mitgemacht. Er hat mit ihr zusammen meine Eltern ermordet.« Meine Mutter musste jetzt alle Kraft aufbringen, um weiterreden zu können. »Als ich das herausgefunden habe, Linus, da habe ich nicht die Polizei gerufen. Ich bin zu ihnen gefahren und ich habe sie beide erschossen. Dort drüben in diesem Haus. Ich war es, ich habe die beiden getötet.« Ich sprang von meinem Stuhl auf. Ich konnte das alles nicht mehr aushalten. Wie ein Tiger lief ich in der Küche herum, während meine Mutter ein zweites Mal völlig zusammenbrach. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte irgendetwas sagen, aber ich konnte nichts sagen. Was sollte ich auch schon sagen? Was konnte man in solch einer Situation überhaupt sagen? »Ich verstehe dich«, hörte ich es dann plötzlich aus mir herauskommen. Ich war selbst überrascht von meinen Worten. Ich hatte nicht geplant, das zu meiner Mutter zu sagen. Meine Mutter schaute nun zu mir auf. Sie guckte genauso überrascht wie ich gerade. »Ich hätte wahrscheinlich das Gleiche getan«, erklärte ich. »Das alles muss ich doch zerstört haben.« »Das hat es auch«, erwiderte meine Mutter. Doch ich sah, dass ihr meine Worte extrem gut taten. »Dein Vater hat uns deswegen verlassen. Ich habe es ihm nach Jahren gebeichtet. Er hat mich geliebt, deswegen ist er auch nicht zur Polizei gegangen. Aber er konnte auch nicht mehr mit mir zusammen sein. Darum ist er gegangen.« Jetzt konnte ich meine Mutter auf einmal verstehen. Seit längerem hatte ich mich gefragt, warum sie sich mir nicht anvertraute. Natürlich hätte ich niemals auch nur im Ansatz gedacht, dass solch eine schreckliche Geschichte hinter allem stecken könnte. Ich ging auf meine Mutter zu und nahm sie erstmal in den Arm. Diese erwiderte die Umarmung dankbar. So nah war ich meiner Mutter schon lang nicht mehr gewesen. Genauer gesagt konnte ich mich gar nicht erinnern, wann wir uns das letzte Mal überhaupt so nahe waren. »Danke«, sagte meine Mutter zu mir und sie gab mir einen Kuss.
Das war jetzt also geklärt. Ich kannte die Wahrheit. Für einen kurzen Moment gab es nur mich und meine Mutter und diesen intimen Moment zwischen uns. Doch dann fiel mir wieder der Junge ein. Auch wenn ich jetzt über die Vergangenheit meiner Familie Bescheid wusste, da war immer noch ein Junge in dem Haus, der genauso aussah wie mein Cousin. »Das muss ein Geist sein«, sagte ich plötzlich. »Was sagst du da?« Meine Mutter sah mich verwirrt an. Ich glaubte eigentlich nicht an Geister, aber mal ehrlich, das war die einzige Erklärung. »Du hast gesagt, du hast sie beide getötet«, erklärte ich. »Du hast Paul mit hundertprozentiger Sicherheit erschossen. Und selbst wenn er überlebt hätte, er würde doch jetzt viel älter aussehen. Dieses Haus steht seit Jahren leer. Niemand hat je eine Person dort ein- oder ausgehen sehen. Wenn der Junge, den wir da gesehen haben, ein echter Mensch wäre, wie hätte er dann überleben können? Das muss also sein Geist sein.« Ich sah, wie meine Mutter erstmal durchatmete. »Ja, ja, vielleicht hast du recht«, erwiderte sie. »Wir haben ihn doch beide gesehen, oder? Wir sind doch beide nicht verrückt. Wir haben ihn gesehen und wer sollte es sonst sein, außer sein Geist?« Meine Mutter und ich starrten uns an. Der Geist meines toten Cousins spukte also im Haus des Todes. Aber was sollten wir jetzt tun? Die Polizei konnten wir nicht rufen. Wenn das wirklich sein Geist war, dann war er wahrscheinlich in der Lage, sich nicht zu erkennen zu geben. Immerhin hat er sich jahrelang erfolgreich nicht gezeigt. Meine Mutter und ich entschieden uns, nach draußen zu gehen. Von außen schauten wir uns das Haus des Todes nochmal an. Wir warteten auf irgendeine Art von Zeichen. Doch nichts. Das Haus blieb weiterhin dunkel. »Was machen wir jetzt?«, fragte meine Mutter. »Naja«, gab ich zurück, »es klingt in einer solchen Situation vielleicht irgendwie absurd, aber ich glaube, wir sollten einfach nichts tun.« Meine Mutter sah mich jetzt überrascht an. »Er ist ein Geist«, erklärte ich. »Scheinbar kann er aber das Haus nicht verlassen und auch nichts Böses tun, sonst hätte er doch schon längst etwas getan. Gegen Geister können wir nichts ausrichten, aber solange er nichts macht und wir nichts machen, können wir doch einfach in Ruhe weiterleben. Und mich kriegen jedenfalls keine 10 Pferde in das Haus«, ergänzte ich. Ich sah plötzlich Erleichterung im Gesicht meiner Mutter aufkommen. »Ja«, sagte sie, »du hast recht. Lass uns die Toten einfach die Toten sein lassen. Und wir beide leben einfach unser Leben weiter.« Meine Mutter und ich lächelten uns an. Mit dieser Lösung waren wir beide zufrieden. Es fühlte sich richtig so an. Friedlich. Wir beide gingen wieder rein, meine Mutter voraus. Nach all der Aufregung merkte ich, wie dieser innere Frieden in mir immer größer wurde. Vor meiner Geburt war eine furchtbare Familientragödie passiert. Aber wir würden beide optimistisch in die Zukunft blicken. Von nun an würden wir viel mehr füreinander da sein. Da konnte auch der Geist meines Mörder-Cousins nichts daran ändern. Aber dann hielt meine Mutter plötzlich inne. »Mama?«, fragte ich. Meine Mutter drehte sich zu mir um. Sie hatte nun wieder diesen angsterfüllten Blick im Gesicht. »Mama, was ist los? Wie konnte ich das nur vergessen?« »Was vergessen?«, fragte ich. »Was meinst du?« »Es war weg. Vollkommen weg. So als wäre das aus meiner Erinnerung gelöscht worden. Aber jetzt fällt es mir wieder ein.« Meine Mutter sah jetzt genauso aus wie gerade eben, als sie den Geist meines Cousins gesehen hatte. Mir wurde jetzt richtig schlecht. »Meine Schwester war schwanger«, flüsterte meine Mutter hauchend. »Kurz vor ihrem Tod. Wir hatten in dieser Zeit kaum Kontakt, aber ich glaube, sie hat es noch vorher zur Welt gebracht. Das war doch jetzt nicht wirklich ihr Ernst. Sie hatte also 2 Söhne?«, schrie ich. »2? Einen 13-Jährigen und ein Neugeborenes? Und du hast vergessen, dass es das Baby gab?« Wieder weinte meine Mutter. »Ich habe es verdrängt«, sagte meine Mutter, und diesmal sprach sie mehr zu sich selbst als zu mir. »Ich habe es verdrängt, nachdem ich sie umgebracht hatte. Ich konnte es mit mir vereinbaren, sie und ihren Sohn zu töten. Sie waren Mörder. Sie haben meine Eltern ermordet, aber...« Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich hatte aus diesem Grund Zweifel, weil sie nur 2 Wochen zuvor ein Kind auf die Welt gebracht hatte. Dieses Kind konnte nichts dafür und ich würde dem Jungen seine Mutter nehmen. Ich hatte Gewissensbisse, habe es aber trotzdem getan. Ich hatte große Schuldgefühle. Ich habe es deswegen verdrängt, damit ich damit leben kann. Ich habe es total verdrängt.« Das war eine unfassbare Situation, die ich da gerade erlebte. Ein Trauma also. Eine verdrängte Erinnerung. Ihre Psyche hatte sie das Ganze zu ihrem eigenen Schutz vergessen lassen. Aber diese wiedergekommene Erinnerung setzte die heute Abend erlebten Geschehnisse nun in ein völlig anderes Licht.
Der Junge wurde nur kurz vor mir geboren, vor 13 Jahren. War der Junge also, den wir durch das Fenster gesehen hatten, war er etwa der zweite Sohn meiner Tante? Meine Mutter wusste genau, was ich gerade dachte. Genau das Gleiche wie sie. Wir müssen jetzt die Polizei rufen, sagte ich entschieden. Nein, bitte nicht, flehte meine Mutter. Wenn das wirklich noch der lebende Sohn meiner Schwester ist und wir wissen nicht, wie der Junge dort drin überlebt hat. Es muss sich jemand um ihn gekümmert haben. Vielleicht findet man dann heraus, dass ich die beiden ermordet habe. Ich konnte mich dem Blick meiner Mutter nicht widersetzen. Niemals wollte ich sie in Gefahr bringen. Dieser feste Entschluss brachte sofort einen nächsten mit sich. Plötzlich wurde ich durchströmt von unbändiger Not. Dann sehe ich selber nach, sagte ich. Wenn das wirklich mein noch lebender Cousin ist, dann muss ich ihn da rausholen. Vielleicht wird er dort festgehalten. Das ist zwar unerklärbar, gerade noch für uns, aber irgendeine Erklärung muss es doch geben. Ich stürmte also wieder in unser Haus hinein und holte ein Messer und eine Taschenlampe aus der Küche. Zur Sicherheit und damit ich Licht hatte. Meine Mutter redete auf mich ein. Das ist zu gefährlich, Linus. Aber ich war nicht umzustimmen. Ich musste jetzt etwas tun. Wenn ich die Polizei nicht rufen konnte, dann musste ich selber zur Tat schreiten. Das war meine Pflicht. Ich musste meine Familie beschützen. Ich bin gleich wieder da, sagte ich zu meiner Mutter. Ich stürmte auf das Haus des Todes zu. Mein Herz klopfte immer schneller, je näher ich kam. Aber mein großer Mut ließ mich bis vor die Tür gehen. Diese war zwar zu, jedoch konnte ich sie leicht öffnen. Sie war kaputt und daher nicht abgeschlossen. Ich knipste meine Taschenlampe an und beleuchtete den Weg. Ich ging nun geradewegs in das Haus des Todes. Es war schon ein krasses Gefühl nach der Zeit, in der ich das Haus nur von außen gesehen hatte, es nun auch endlich zu betreten. Ich nahm all meinen Mut zusammen. »Hallo?« rief ich. »Ist hier jemand?« Keine Antwort, sondern nur Stille. Ich ging durch das Haus hindurch und checkte die Räume ab. Küche, Esszimmer, Badezimmer, Flur, Abstellkammer, alles war total modrig und das Haus stank extrem. Unmöglich, dass hier wirklich jemand leben konnte. Ich konnte niemanden hier unten finden, also ging ich hoch die Treppe hinauf. Die erste Treppe führte bloß zu einem kleinen Miniflur mit einem Zimmer. Ich öffnete und beleuchtete es. »Hallo!« rief ich erneut, aber niemand schien in diesem Zimmer zu sein. Ich ging die nächste Treppe hinauf, in die zweite Etage. Die Spannung war kaum auszuhalten, doch es gab keine Anzeichen, dass hier irgendjemand wohnte. Wie konnte das sein? Hatten meine Mutter und ich uns vielleicht das alles doch nur eingebildet? Immerhin konnte ich mir keine rationale Erklärung für all das hier vorstellen. Und... Oh, auf einmal hörte ich ein Geräusch. Ich schreckte zusammen, es kam aus der zweiten Etage. Es war also nicht weit weg. Das waren Schritte. Ja, ich hörte Schritte. »Hallo!« rief ich. Ich bekam nun richtig Schiss. Ich konnte nicht ausmachen, aus welchem Zimmer die Schritte kamen. Sie verstummten plötzlich, als ich den Flur des zweiten Stocks erreichte. Ich ging an das andere Ende des Flurs, zum letzten Zimmer. In meinem Kopf war ich es durchgegangen. Das musste das Zimmer sein, in dem der Junge gewesen war, durch dessen Fenster ich von meinem Zimmer aus schauen konnte. Langsam öffnete ich die Tür. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe hinein. »Hallo!« rief ich. »Hallo!« Wieder keine Antwort. Ich erblickte das Fenster, durch das ich das Fenster meines Zimmers sehen konnte. Da war es. Und auf einmal ging das Licht an. Das Licht des Zimmers ging an und der ganze Raum erhellte sich. Ich schrie wie am Spieß. Wie ein Verrücktgewordener sah ich mich hektisch um. Ich drehte mich und sah in alle Richtungen. Das Küchenmesser hielt ich dabei angriffsbereit vor mir. Aber niemand war in dem Raum. Zumindest konnte ich niemanden sehen. Ich erblickte auch den Lichtschalter, aber neben ihm war niemand, der ihn hätte anmachen können. Also was war hier los? War hier etwa doch ein Geist? Und hätte dieser das Licht anmachen können? Mein Blick fiel jetzt auf das Fenster, durch das man mein Zimmerfenster sehen konnte. Ich sah dort hindurch. Und dann wurde mir ganz eiskalt. Aus meinem Fenster heraus starrte mich ein Junge an. Ein Junge, der fast genauso aussah wie ich. Oder noch besser gesagt, der genauso aussah wie mein Cousin. Er starrte durch mein Fenster hindurch direkt auf mich. Ich ließ das Messer und die Taschenlampe fallen. Ich war gerade nicht in der Lage zu reagieren. Mein Blick fiel nun auf die Straße. Ich konnte meine Mutter nicht mehr sehen. Sie war weg, aber wo war sie? Und wie konnte das überhaupt sein? Wie konnte dieser Junge in meinem Zimmer sein? Für ein paar Momente war ich wie gelähmt, doch dann war ich wieder da. Ich musste hier raus.
Raus aus diesem Haus und zwar sofort. Noch in der Sekunde, in der ich mich gerade umdrehen wollte, hörte ich Schritte hinter mir. Ich fuhr herum. Mama? Meine Mutter stand vor mir. Ihre Augen waren starr, sie schien nicht ganz bei sich zu sein. Mama, was machst du hier? Was ist passiert? Ich merkte, wie ich kurz davor war, verrückt zu werden. Was wurde hier für ein Spiel gespielt? Du kannst nicht mehr zurück, mein Junge, sagte meine Mutter, und ihre Stimme war schwach und heiser. Sie sind jetzt an unserer Stelle. Was? Und erst jetzt bemerkte ich es. Mama, wo sind denn deine Locken hin? Fragte ich. Warum sind deine Haare wieder glatt? Doch ich kannte die Antwort, und zwar bevor meine Mutter sie mir gab. Die Frau, mit der du bis eben gerade zusammen warst, das war nicht ich. Das war deine Tante. Nachdem du mich gestern Nacht geweckt und gesagt hattest, du hättest meinen Neffen gesehen, habe ich mich in das Haus hier geschlichen. Das konnte doch kein Zufall sein. Du wusstest nicht davon, dass die beiden hier gewohnt haben, und trotzdem hast du ihn gesehen. Ich wollte einfach sicher gehen, aber das war eine Falle. Eine Falle, Linus. Ihre Geister leben, und wenn sie es schaffen, uns hierher zu locken, dann können sie unseren Platz einnehmen. Ich drehte mich um und sah erneut aus dem Fenster. Mein Cousin starrte mich an und diesmal grinste er. Was ist mit dem zweiten Kind? Fragte ich. Wenn das wirklich meine Tante war, sie hat erzählt, dass sie ein zweites Kind bekommen hat, bevor du sie... Meine Mutter schüttelte den Kopf. Das war eine Lüge, sagte sie. Das hat sie gesagt, damit du einen Grund hast, hier reinzukommen. Es war eine Falle. Ich hatte gerade das Gefühl, ich verlor den Boden unter den Füßen. Mama, wir müssen nach unten, rief ich. Wir müssen hier raus. Meine Mutter schüttelte nur den Kopf. Es gibt keinen Weg hier raus und niemand kann uns sehen, außer die Geister meiner Schwester und meines Neffen. Ich habe schon alles probiert, es tut mir leid, mein Sohn. Wir sind dazu verdammt, für immer und ewig im Haus des Todes zu bleiben. Jetzt sind wir die Geister, Linus. Ich schaute meine Mutter mit aufgerissenen Augen an. Angst und Panik waren keine Worte für das, was ich gerade empfand. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem.